Die Streifenwagen. Guten Morgen, Jeremy. Wie ich sehe, hast du einen platten Reifen. Wartest du auf Tom, damit er ihn repariert? Wie meinst du das, du kannst ihn nicht finden? Ist er nicht hier irgendwo in seiner Werkstatt? Das ist aber wirklich seltsam. Keine Sorge, Jeremy. Die Streifenwagen werden sich darum kümmern. Hallo, Frank. Hallo, Matt. Wir brauchen eure Hilfe. Es sieht so aus, als wäre Tom verschwunden. Vielleicht könntet ihr ja die Straßen abfahren und schauen, ob ihn jemand gesehen hat. Hey Jungs, habt ihr Tom in letzter Zeit gesehen? Bei Jeremy müsste ein Reifen gewechselt werden und Tom ist nicht aufzufinden. Ihr habt ihn zuletzt heute Morgen gesehen? Und da ist er mit einem neuen Rucksack schnell aus der Stadt gefahren? Das ist seltsam. Wofür brauchte er wohl einen Rucksack? Und warum war er so in Eile? Du meinst, er macht einen Ausflug, Matt? Aber da hätte er uns doch Bescheid gegeben. Hallo, Hector. Wir versuchen gerade ein Geheimnis aufzuklären. Wir suchen Tom. Hast du ihn vielleicht gesehen? Das hast du? Großartig. Wo denn? Du hast ihn heute Morgen aus Car City hinausfahren sehen? Gute Idee, Matt. Frank und du besuchen Ben. Er wohnt am weitesten weg. Also, wenn Tom die Stadt verlassen hat, hat Ben ihn vielleicht gesehen. Vielen Dank, Hector. Oh nein, Matt! Du hast einen platten Reifen. Das ist schrecklich. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich glaube, du kannst da gar nichts machen, Frank. Du hast nicht das richtige Werkzeug. Das hat nur Tom. Und er ist verschwunden. Ihr beide, du und Matt, habt zu viel in diese Untersuchung gesteckt, um jetzt aufzugeben. Was denn, Frank? Du hast eine Idee? Du meinst, Matt sollte sich einfach hier ausruhen und du führst die Untersuchung einfach alleine weiter? Das ist wahrscheinlich das Beste, was wir tun können. Du hast recht. Auf geht's. Finden wir Tom. Hallo Ben, hallo Harvey. Habt ihr zwei Tom heute Morgen aus Car City hinausfahren sehen? Oh, ich verstehe, Ben. Du warst heute Morgen unterwegs und bist gerade erst nach Hause gekommen. Harvey, hast du Tom vielleicht heute Morgen gesehen? Du hast gesehen, wie er zu der neuen Fahrschule außerhalb der Stadt gefahren ist? Das ist ja merkwürdig. Tom braucht doch keine Fahrstunden. Frank, ich denke, du solltest mal zu dieser Fahrschule fahren und schauen, was da vor sich geht.
Ach, das erklärt natürlich alles. Tom hat seinen Sohn an seinem ersten Schultag begleitet. Für eine Erleichterung. Hatten uns solche Sorgen um dich gemacht, Tom. Das war gute Detektivarbeit von euch allen. Der Fall ist geklärt. Auf dem Weg nach Hause, nach Car City, haben wir ein paar Aufgaben für dich, Tom. Jeremy und Matt haben einen Platten und sie brauchen deine Hilfe. Das wird ein ganz schön anstrengender Abend für dich. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns.